Nach der Kapitulation der letzten verbliebenen Kämpfer hat die russische Armee das Azow-Stahlwerk in Mariupol nach eigenen Angaben komplett besetzt. Was mit den gefangen genommenen ukrainischen Soldaten geschehen soll, ist noch unklar. Präsident Zelensky warf dem Westen vor, für die Entwicklung mitverantwortlich zu sein. Er habe immer wieder um geeignete Waffen gebeten, um die Menschen in Mariupol befreien zu können. Sie sollen die letzten ukrainischen Kämpfer sein, die das Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol verlassen haben. Einen Monat nach Beginn der russischen Belagerung. Vom Verteidigungsministerium in Lassen Sie sich nicht. Veröffentlicht wurden diese Bilder. Moskau unabhängig überprüfen. Das Territorium des Azow-Stahlwerks in Mariupol sei komplett befreit worden, so der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Die unterirdischen Anlagen, in denen sich so wörtlich eine Gruppe von Nazis versteckt gehalten hätte, seien unter vollständiger Kontrolle des russischen Militärs. Nach Angaben aus Moskau sind insgesamt mehr als 2400 ukrainische Soldaten in den vergangenen 5 Tagen in russische Gefangenschaft genommen worden. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite gibt es bislang nicht. Präsident Zelensky warnt vor einer Ausweitung der russischen Angriffe.